Beruhig dich. Ganz ruhig. Was geht, Leute? Ich bin's wieder, euer Errol Fox. Wir sind wieder bei Red Matter am Start. Folge 2. Was haben wir letztes Mal erlebt? Ich habe oft gehypt, dass ich das Spiel mega gut finde, auch von der Qualität, vom Rendering her. Das werde ich wahrscheinlich auch weiterhin hypen, aber wir haben auf jeden Fall gehypt, dass es so intuitiv ist und richtig Laune macht. Es sieht einfach gut aus und es macht Bock. Was haben wir noch erlebt? Wir sind tiefer in die Facility eingedrungen, haben einen Reaktor aktiviert und einen unbekannten Dude entdeckt, den wir gleich nochmal sehen möchten werden. Bin gespannt, welche Geheimnisse dahinter stecken und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und weiter geht's. Diesen Dude müssen wir näher beobachten. Ich liebe Rot, das wisst ihr, deswegen finde ich das jetzt schon geil. Mal kurz was gucken. Gut. Schätz mal, da müssen wir jetzt da runter. Dann gehen wir gleich. Müsste eigentlich gehen, oder? Tracking. Oh, der verfolgt auch noch meinen Blicken. Wahrscheinlich verschwindet der jetzt eh, wenn wir da auftauchen. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Strom. Ist schon mal sehr gut. Was ist? Warum willst du nicht rein? Was ist dein Problem? Das ist bestimmt ein Freund. Das ist bestimmt ganz nett. Aha. Der will also, dass wir Schach mit ihm spielen. Ja gut, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Sollen wir da rein? Was sagt denn? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein möchte. Haben wir noch andere Wege oder so? Wir haben jetzt Strom. Geht das Mikro? Scheinbar nicht. Wir gehen noch mal kurz den Weg zurück. Wenn wir mal ganz kurz was gucken, dass wir auch hier nichts vergessen. Ah, schön, dass hier Licht ist. Ist normal, dass dann... Chess King, Graffiti... Die haben es irgendwie mit dem Schach... Im Schachdingens da... Jetzt werde ich schon ein bisschen paranoid. Sehe schon Dinge. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Security Card. Um da weiterzukommen. Also hier ist schon mal nichts. Wir haben hier vorhin, oder halt bei der letzten Folge, habe ich vergessen, was zu scannen, weil mir das entfallen ist, diese Funktion. Das fehlt mir wahrscheinlich so als Achievement. Ah, das... Ärgert ein bisschen mein Perfektionismus, dass ich was vergessen habe. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Das fehlt uns jetzt halt. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich da durch. Okay. Wir haben hier unsere Multifunktionskralle.
Schön scannen. Oh, die Scan-Funktion finde ich halt jetzt schon geil. Ach, das ist nur ein Portal scheinbar. Okay. Guten Tag. Jetzt ein Test bestehen oder so. Welcome, Commander. How are you feeling today? Gut. The circle is the correct answer. Okay. Also ein Test. Well done. The circle is the correct answer. If had to be done. Okay. Which of these figures is largest? Select a correct... Was? Which of these figures is largest? Ja, das kommt... Das kommt aufs Verhältnis, das kann man doch so nicht sagen. Aber wahrscheinlich das da. You didn't select the largest, but you may not be wrong. Let us see another example. Ja. Which of these figures is the largest? Gar keins davon. Wäre voll die Papierverschwendung eigentlich. A real dilemma, don't you think? But every choice counts. The test is calibrated. Let us see some real dilemmas. Okay. You have made a grave mistake that affects other people. How do you react? You are humble, but not resolute. Do not expect anyone to fix your mistakes, Commander. Expect anyone to fix your mistakes. Someone acting in good faith. Does something illegal and punishable, do you inform these authorities? Someone acting in good faith. Does something illegal and... Ich schweige. Bin doch keine Petze. Your loyalty to friends makes you a commander. Loyalty to the system makes you the patriot this country needs. It is justifiable to sacrifice a life to save another? Puh, schwer. Is it justifiable to sacrifice a life to save another? Ach du Scheiße. Das Ding zu? Würde ich jemanden opfern, um jemanden anderen zu retten? Kommt auf die Person an. Wäre vielleicht nicht die richtige Lösung? Oh, es muss andere Wege geben, denke ich mal. Compassion is a weakness if it places your compatriots at risk. Ja, ich weiß. One pot is insufficient to evacuate everyone. Where do you stand? One pot is insufficient. Bin ich in der Kapsel oder opfer? Ich bin in der Kapsel. Mit der Traumfrau. An meiner Seite. I suppose that all things considered, it's only logical. You would consider not staying behind again, giving the choice. Loyalty test results. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Wonderful, I expect no less from you. You may return to your task. I shall inform Nikolai of the progress you are making. Okay. Gut. Mich stört gerade nur wieder irgendwas. Ich muss es kurz fixen. Nee, alles in Ordnung.
Aber das war auch jetzt mal schön. Auf jeden Fall immer was Schönes, wenn halt so gewisse abwechslungsreiche Sachen kommen. Wo waren wir jetzt denn eigentlich? Ach, der Stern sind wir. Aha. Das Portal ist auch weg. Aha. Okay. Great job, Agent. We're in the security room. Now locate those secret documents fast. Fast. Sonic fast. Wo sind die Dokumente? 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 Nein, keine Dokumente. Kameras. Surveillance Camera Monitor 4. Nichts suspicious. Passwort 14C6. 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 1. Aha. Rot. Okay, nicht gut. Da waren wir, da waren wir. Mhm. Okay. Ah, da waren wir auch. Ja, da waren wir auch. Okay. Someone tried to hack the system. Follow their trail to reach the vault. Aha. Da. Was war's? 14C6. 14C6. Das ist doch kyrillisch, oder? Also. Ja. 14C6. Ach nee, das ist umgekehrt. 1. Hat? Bin wieder vergessen. Richtig schlecht. Nein, I4C6. Nee, es ist 14C6. 14C6. Well done, Epsilon. We can patch into their system now. Okay. Aber ich will noch kurz. Boah, der Boden sieht halt auch richtig gut aus. Mal gucken, was das ist. Exposed. Protected. Hibernating. Engaged. Server Core. Einfach irgendwelche Tasten drücken, kennt man ja. User Rights. Geht nicht. Was war das falsch? Set arithmetic local unit to vectorize. Vectorize. Expose. Surveillance mode. 01. Databank. User rights. File access. Workflow. Emergency protocol. Set equal to vectorize. Hacking. Also auch noch mit Zeit, ey. Aha. Compute sequence. Vectorize. Okay, okay. Man muss scheinbar schnell sein. Activate File Access. File Access. Wo ist File Access? File Access. User Right. File Access. Oh, macht das Spaß. Workflow Control.
Workflow Control, Security, Intruder, Surveillance. Nee, das war's auch nicht. User Rights, File Access, Workflow Control. Set Auxiliary to expose. Auxiliary Hibernating. Wahrscheinlich ist eins von denen hier. Sequence, Resolve, Compute. Gott, das braucht viel. Okay, mach mal. Okay. Activate Surveillance Mode. Surveillance Mode. Das da. Aha. Und set Server Code to expose. Ist das hier und das ist Hibernating. Protect, engage, expose. Good. Enter the vault and find those documents. Ich bin so gut, Leute. Warte, ich will mir erst alle angucken. Ah, das sind die Testergebnisse der anderen. Ja, da könnte man jetzt mein vergleichen. Das machen wir schnell. Wir haben doch bestimmt Zeit. Das explodiert ja nicht. Wir haben ja keinen Timer oder so. Guten Tag. Ich will mir kurz nur meinen Test abholen. So. Mir die kurz vergleichen. Ich weiß nicht, ob Laufen schneller ist. Ich brauche so ewig eine Treppe hochzulaufen. Oh, nein! So. Ich weiß gar nicht, ob... Das ist aber... ähnlich zu dem hier. Sascha. Ähnlichkeit mit Sascha. In light of Irina's value to contain the red mold, quarantine has been declared in the entire base. Nikolai, Metri Security Committee. Okay. He's quite a big shot in the party. The scanner appears to have been hacked. Okay, dann gehen wir mal rein. Waffe? Okay. Nur jemand hat die Waffe genommen. Oh. Security Data uploaded to memory. Mann, das ärgert mich jetzt, dass wir den ersten nicht mitgenommen haben. Some crossed out numbers. Well, number 7 and nothing else. Oh Gott, müssen wir uns das merken? Some crossed out in numbers. 3, 4, 6, 8. Mhm. Ja, heißt es dann 777 oder was? Das ist auch falsch. Das ist die 7. Gott, Tracking! Jedes Mal. Ist vielleicht was auf der Rückseite? Nee. Some cross out the numbers.
followed by the number 7 and nothing else. 7, was willst du mir mit der 7 sagen? Weil die Zahlen bringen mir ja nichts, sie sind ja durchgestrichen, das heißt, die funktionieren nicht. Also bringt es eigentlich nichts, die Zahlen auszuprobieren. Bin ich nicht in der Mitte des Raumes. Wir probieren mal spaßeshalber trotzdem. 6 und 8. Wir gucken mal, ob wir irgendwie was anderes noch finden. Nämlich irgendwelche Papiere. Klingt halt Nothing to Fear. Ein Moment. Ah, schade. Ich dachte, man könnte das vielleicht abreißen. Und da haben wir nichts. Wahrscheinlich muss ich mal wieder die Umgebung neu scannen oder die Kameras neu justieren. Wenn ich mal das Tracking ein bisschen rumspinnt. Risk. Oh Mann, Leute, diese Rätsel immer. Gucken wir uns nochmal draußen um. Hallo, hallo? Molten, aha, aha. Aha. Sealed off. Gut, damit man nicht sagt, ich hätte nicht alle ausprobiert. Machen wir das mal. Wir gehen jetzt einfach wieder typisch alle Tasten durch. Also 4. Ist das eine 6? Das ist eine 6. Und dann war eine 5. 7. 7. Natürlich auch nichts. Dann will ja die Farbe leuchten. 5. 5, 8, 8, 6, auch nicht, 6, 0, 9, 5, auch nicht, 7, nothing else. Moment, 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 Moment. 4, 3, 4, 5, 6. Danach kommt 7. 4, 6, 8, 0, 12. 6, 7, 8, 9, 0. 8, 7, 6, 5, 4. Haha. Cool. Ich bin schlau. Documents aren't there. You're going to have to head down to the lower level and dig through their lab research. Nikolai, habt ihr es gesehen? Ich denke, ihr habt das auch gesehen, was ich gesehen habe. Okay. Gut, dass wir keine Waffe haben. Ich fühle mich so schlau jetzt. Klar, ihr wärt da wahrscheinlich schon eher drauf gekommen.
Ein bisschen zu lange gebraucht dafür. Aber ich hab's doch dennoch geschafft. On my own. Und das freut mich. Okay, ich glaube, hier haben wir alles abgehakt. Dann geht's wohl jetzt nach oben. Oh, es geht noch weiter runter. Okay. Gehen wir halt noch weiter runter. Wow, Leute! Nice! Mann, sieht das gut aus. Pinpoint where their research was carried out. That's where you must go next. Oh, der Boden, der Boden. Wow. Welcome back to the crew quarter, Commander. Remember that certain areas are inaccessible due to contamination. Nikolai reminds you that despite all things, the habitat is safe and there is no reason for alarm. Okay. Ah, jeder hat seinen Platz hier gehabt. Oh, das sieht aber richtig kontaminiert aus. Terraforming Lab. Mach der Hafer auf! Wieder ein Portal. Ist das meine Kabine? Scheinbar, oder? Das ist wahrscheinlich meine Kabine. Da gehen wir gleich rein. Wahrscheinlich ist einfach nur der Red Substance. Gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Wo geht's da hin? Quantum Lab. Da geht's zum Labor. Denk mal, ich kann alles öffnen. Das ist wahrscheinlich mein Zimmer. Picture of the Strelka and Base Crew. Nur komisch, dass einer weg ist. Wie viele Namen hatten wir gezählt? Das ist doch Nikolai. Das ist vielleicht das? Aber einer ist ausgeschwärzt. Das könnte dieser Rote sein. Von dem wir nicht wissen, wer das ist. Boah, ein bisschen selbstverliebt, der Kerl. Strange Abstract Painting. Aha. Okay, ein Rätsel, Leute, ein Rätsel. Nice, das will ich auch bei mir zu Hause haben. Ein Videotape. Ein Videotape?
Okay. Nö. Habitat, Data Drive, Upload to Memory. Nichts Geheimnisvolles. Auf jeden Fall sieht das Bett schon bequem aus. Möchte man sich schon gerne reinlegen. Aber das da. Ich sehe jetzt hier leider noch keine Hinweise auf irgendetwas. Oh Leute, das Glas sieht halt auch gut aus. Das sind immer so Kleinigkeiten, die mich halt flashen. Was ist, wenn ich... Nee, nee, nee. Okay. Und das Zahlen? 2. Nö, nö, nö. Na, da braucht man die richtige Reihenfolge, denke ich mal. Na, da kommen wir später nochmal hin. Könnt jetzt alles ausprobieren. Aber ich will jetzt auch nicht die Zeit rauben. Wir kommen auf jeden Fall nochmal hier zurück. Irgendwie ist hier alles spiegelverkehrt. Das hat dann was mit dem wahrscheinlich zu tun. Okay, da habe ich keinen Zugang. Okay, dann gehen wir mal in die andere Tür rein. Ich fühle mich leicht beobachtet. Aber nur leicht. Schon wieder Schach spielen. Das. Also ist der dicke Stas. Okay, Stas. I just wish for all this to be over and go back to Volgravia together and stop all this hiding. I love you, Irina. Waren wohl ein Pärchen. Und dem Alkohol war er wahrscheinlich auch nicht abgeneigt. Stas, I've got to do something. The red mold is getting out of hand. Nikolai is putting us all in danger. Irina. Don't do anything stupid, Irina. Nikolai is very dangerous. Don't risk it. We'll find another way, Stas. Und schon wieder Blut. Someone broke a liquid. Someone broke a liquid? Nö. Würde mich nicht wundern, wenn die so ein Kissen, so ein Pärchenkissen hätten mit deren Gesichtern drauf. Süß. Ist das wieder eine Videokassette? Videokassette. Einen Moment. Das müssen wir kurz testen. Vielleicht ist es auch nichts. Aber wir müssen alles ausprobieren. Außerdem haben wir eh keine Schachfigur. Thank you.
Ah, zu schnell gelaufen. Wow. Hättet ihr damit gerechnet? Hättet ihr wahrscheinlich nicht, oder? Was mir das bringt, ist jedoch eine andere Frage. Gib mir Pepper. Ja, ich dachte, wenn wir schon hier sind, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Na, ja, gebracht hat's uns nichts. Warte mal, kann man das aufmachen? Uhu! Bin ich mal gespannt. Upsala. Das sagt mir jetzt auch nicht viel. Voll von Rätseln, Leute. Abstract Sculpture, a strange decorative piece of a moon base. Okay, ich kann gerade durch Objekte wahrscheinlich gehen. Kurz gucken, geht es? Nö. Ja, war gerade durchgeklippt. War nicht gewollt. Okay, gucken wir nochmal rein. Hier muss doch irgendetwas sein, das uns weiterhilft. A game of chess is on the way. The real pawn has the next move. The red pawn. Nehmen wir einfach mal diesen Würfel und legen den mal hier drauf. Wir brauchen scheinbar wirklich eine Schachfigur oder ähnliches. Gucken wir, ob wir andere Türen öffnen können. Und vielleicht dann eine Schachfigur finden. Letztendlich geht es immer um eine Schachfigur. Da können wir nicht rein, weil es mit dem roten etwas blockiert wird. Können wir vielleicht hier rein? Ich bezweifle es. Ja. Okay, ja, es geht wahrscheinlich wirklich durchs Portal. Bin ich sicher, ob ich jetzt schon tausendmal dran vorbeigelaufen bin vielleicht und man kann schon wieder durch den Tisch laufen. Ich glaube, das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Da können wir nicht rein, da haben wir keinen Access. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es hat was mit dem Rätsel auf sich. Dahinter ist bestimmt die Schachfigur hinter diesem Rätsel. Und deshalb versuchen wir jetzt unsere ganze Konzentration dann darauf zu konzentrieren. Die Symbole habe ich ja hier gesehen. Aber bringen tut es mir... Doch, das bringt was. Ja, 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 ja. Leute, ich hab's. Ich hab sowas von. So, wir nehmen uns jetzt dieses Teil. Es ist ja mit Linien verbunden, die wahrscheinlich Anfang und Ende repräsentieren. Die Frage ist, wo ist Anfang und wo ist Ende? Ich würde sagen, das hier. Jetzt, wenn wir uns dieses Teil anschauen. Dann haben wir es so. Okay. Okay. Jetzt
Jetzt müssen wir uns nur merken, wir haben hier eine 2. Darauf folgt... Boah, jetzt muss man das merken, ey. 2, 3. 2, 3. Nee, halt, stopp. Ach, wir brauchen drei Symbole. Okay. I got it. Zwei Anker. Muss mich kurz konzentrieren, kann gerade nicht reden. 2 Anker Haargitter. 2 Anker Haargitter. Zwei Anker Haargitter. 2 Anker Haargitter. Also, gucken wir mal. 2 Anker. Haargitter. LOL! Das war mein Freudentanz. Yes, Leute, wir haben's. Okay. Nikolai hat also die Waffe gegen Stas gerichtet. Ist ein Konflikt zu sehen. Wir wissen aber nicht, warum. Map of the floor. You are in the secret room. Some area appears sealed off due to quarantine. Ja, wir sind hier. In diesem Raum sind wir. Aha. Der ist geschlossen. Wir kamen aber wahrscheinlich hier durch diesen Raum. Die Tür ist noch geschlossen. Und die ist geschlossen. Und wenn wir da ist, dann quasi das mit dem Dingens. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Disabling life support for the mine will result in the death of all workers. Are you sure you want to proceed? Warum wollte er das deaktivieren? A strange luminescence flower. A syringe with a dispersional sample of the red substance. Ah, okay, der hat in jedem Raum hat er Kameras drin. Sogar in seinem eigenen Raum. Perversling. Nikolai. Irina wants to send an SOS to the Cosmo Bureau to alert them of the red mold. Disobey your direct orders, Olga. Sasha. Uncertain that bastard Nikolai is behind Irina's death. And I don't give a damn if he intercepts this message. Sasha, I need to talk with you about Irina's death. I fear you are the only person I can trust now. A viral contained a dangerous beauty sample. Oh man, Nikolai, was hast du bloß angestellt? Okay, scannen wir das.
Oh je, Leute. Die ganze Sache gefällt mir nicht. Okay, dann wollen wir mal. Machen wir mal den Schacht auf. Bitte erschreck mich nicht. Da ist die Security Card. Hätten wir doch gleich sehen können. So, ich kann in Olgas Raum rein. Kann mir die Figur holen und ab durch die Tür. Bin mir aber nicht sicher, ob wir das zeitlich schaffen. Wir sind kurz vorm Ende wieder. Oh Gott, Tür, Alter. Juch. What? Beruhig dich. Ganz ruhig. I know I did the right thing, I reporting Irina, but now she's dead. I don't know if I can live without that burden. Was hat sie gewonnen? A golden trophy shaped like a bird. Okay, okay, okay. Vielleicht muss ich die Bilder zusammen machen. Ist das Irina? Vielleicht stand Nikolai auf Irina. Olga bleibt mit Hassan. A picture of Olga's family. Radio operator, your waves carry the voice of the motherland. Hauptsache, die Kamera beobachtet mich da die ganze Zeit. Reprostrophe of a winged figure. Keep up that obedience, pretty one, and you will go far, Nikolai. Richtig komisch, A kid's drawing. Scheiße, Zahlen. Irgendwo Zahlen hier. Da ist nix, gell? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Na, Licht an hier. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, ey. Ich wusste es so arg. Drei Zahlen, drei Figuren. Ziemlich easy. Wenn man so schlau ist wie ich. Oh, beruhig dich, Vogel. So, und dann nur noch die Pyramide. Und dann machen wir. Oh, falsch rum. Und dann machen wir das wieder schön. Beruhig dich, Pflanze, beruhig dich. Okay, Zahlen sind 3, 3, 1, 0. 3, 1, 0. Ach, wahrscheinlich nicht 0. Okay, dann nehmen wir das mal. Dann wollen wir mal rein in die gute Stube. Ja, beobachte mich bloß.
Macht mir kaum Angst. Puh. Also, da geht's scheinbar weiter. Aber so wie ihr mich kennt, ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Cliffhanger. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, wenn ich dieses Figürchen auf diese Marke platziere, schaut beim nächsten Mal vorbei. Folge 3 von Red Matter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat es mega gut gefallen. Ich bin so gehypt von dem Spiel. Und kann es kaum erwarten, das Spiel nochmal zu spielen, wenn ich dann die neue Grafikkarte habe, um zu gucken, wie ich die Qualität noch verbessern kann und mit der Performance. Und auf jeden Fall sehr interessant und es sieht jetzt schon gut aus. Ich hoffe, euch gefällt es auch natürlich. Sagt es mir in den Kommentaren, gebt mir ein Like nach oben und ich freue mich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play on Random Monday mit Anna Fox oder auch Straight Wednesday oder auch Couch Friday, wie ihr wollt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.